Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, endlich mal wieder bei den Van Blasens. Wir haben ja schon länger jetzt hier nicht mehr geguckt und ich glaube, das sieht man auch. Hier ist nämlich alles am Vergammeln. Ja, wir waren schon länger nicht mehr hier. Das liegt einfach mal wieder daran, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen den Spielen und leider nicht für alle Spiele Zeit habe. Ich kann leider nicht alles gleichzeitig spielen. So, wie sieht's denn hier aus? Lasst uns mal einen Überblick uns verschaffen. Es ist Montag, schon 10:30 gleich. Die Kleine muss doch mit Sicherheit... Genau, die hatten wir zum Hausaufgabenmachen geschickt. Ja, die muss dann in die Penne. Alter, die hat nur noch eine 2. Die hatte mal eine 2 plus. Ja, pack sie dir vom Kopf, ne? Ist auch besser. Grandpa schläft mal wieder im falschen Bett. Natürlich, hier stinkt alles vor sich hin. Wo ist denn jetzt das Niki hin? Niki? Oh. Ja, Kind, so kann man es natürlich auch machen, ne? Wenn drinnen alles voll stinkt, geht man einfach in den Garten und isst da ein bisschen. Sag mal, Mädchen, wie sieht's denn hier bei dir aus? Du kannst doch Sauberkeit, kannst du doch immer gut gebrauchen. Du wirst doch mal hier ganz furchtbar abspülen. Und wenn du das gemacht hast, genau, kannst du hier gleich mal säubern. Kannst du hier auch irgendwas säubern? Nö, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Grandpa, du bist ja hier. Warst du nicht eben unten? Ach du Scheiße, und bei dem Kater stinkt's auch. Niki, säubern, um Gottes Willen. Das arme Kind hat ein bisschen zu tun jetzt. Wann musst du? Du musst um 7. Aber bei dir geht's ja mit der Energie. Aber du hast immer noch Hunger, ne? So ein Salat ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Oh, und Dr. Dre... Ja, fein machst du das, genau. Hast du endlich gelernt, dich an den richtigen Orten zu kratzen und nicht hier die Betten zu zerreißen. Niki, jetzt stell dich nicht so dämlich an, mach das sauber, genau. Grandpa, geh mal aus dem Weg. Was machst du eigentlich da, sag mal? Stehst nur doof in der Gegend rum. Ist denn die Isabella, war doch eben noch hier. Ist die jetzt, wo ist denn die jetzt hin? Ach ja, wo sonst? Die klampft hier unten mit dem Phil rum. Und da rappelt das Telefon. Grandpa, wie wär's, wenn du mal dran gehst? Ach, jetzt hat der gerade irgendwas mit Dr. Dre gemacht und ich habe es einfach mal so unterbrochen. Es ist ja bösartig. Isabella? Isabella, guck mal, machst du da auch... Nö, du... Es grinst nur blöd. Isabella? Bist du kaputt? Oh, Paris. Paris. Hi, du kannst auch ans Telefon gehen. Isabella? Was ist mit dir? Wer jaunert denn da? Ist das Dr. Dre? Dr. Dre? Hey Grandpa, kann ich Niki sprechen? Rein theoretisch schon, aber Niki ist gerade in die Badewanne. Das klappt nicht. Bis die da rauskommt, ist das Gespräch eh weg. Ja. Super. Warum ist die Kleine jetzt denn schon wieder hier? Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ach, die ist ins Bett gekrochen. Dr. Dre, was ist los? Was hast du für einen Anfall? Hast du da irgendwas entdeckt? Wo ist er denn jetzt hin? Ach da? Bist auch ein bisschen wirsch. Du solltest doch eigentlich mal, Niki. Du bist die Einzige, die hier einigermaßen ihre Dinger hat, hier ihre Bedürfnisse. Du solltest doch mal hier aufräumen, bitte. Oh, das ist vielleicht eine Dreckbutze. So viele Menschen, ja, machen so viel Dreck und keiner macht es sauber. Wie sieht's denn mit dem Futter hier aus bei Dr. Dre? Das stinkt noch nicht, ne? Ach, es ist alles nicht einfach. Ich merke schon, es ist, hat sich nichts gebessert hier. Wo ist die Madame? Sitzt auf dem Klo und liest die Börsennachrichten wahrscheinlich. Zeig mal, was liest denn du da? Kann man nicht lesen, ne? Schade. Isabella ist echt kaputt. Und Opa macht mit. Toll. Ganz großes Kino hier mit euch. Weißt du, Opa, dann mach doch mal hier mit der Dings was. Wie wär's denn mal mit bewundern? Guck mal, geht das vielleicht? Nee, jetzt brauchst du nicht mehr anfangen mit der Klampfe. Grandpa. Hör auf damit. Bewunder mal hier die Isabella. Die schläft da sonst ein mit ihrem Bass. Mein Gott, nein, da ist kein Geld drinne, Grandpa. Ja, brauchst nicht mit dem Kopf schütteln, das war doch klar.
Ach, guck mal, jetzt fängt die Isabella auch an, da hängt die Niki schon wieder rum. Ah, warum macht die nicht sauber? Warum macht hier keiner, was er soll? Verdammt. Was willst du denn jetzt hier? Trinkgeld geben? Was? Ey, du kannst doch da jetzt nicht... Naja, jeder macht hier, was er will. Stöckchen holen spielen? Mit wem? Ist hier... Da. Da ist ein Hund. Okay, dann... Ach, wisst ihr was? Ich gebe es einfach auf. Hier macht sowieso jeder, was er will. Grandpa, du wolltest doch jetzt... Oh Gott. Was ist mit euch? Ihr seid doch alle kaputt. Stopp mal hier. Du wolltest doch jetzt hier Stöckchen holen spielen. Mach doch mal bitte Locky begrüßen. Um Gottes Willen, ey. Ja, der will rein. Grandpa. Grandpa. Es hat sich nichts verändert. Verdammte Bande. Es hat sich nichts verändert. Geh bitte zu Locky. Grandpa, bitte. Grandpa? Ja, Wanamia! Oh, der macht mich wahnsinnig. Komm, kannst du vielleicht hier nochmal bewundern? Hör auf zu flennen! Grandpa, guck mal, Isabella. Ja, Techtelmechtel. Bongo, Bongo. Nee, ey, bitte. Komm schon. Nee, jetzt brauchst du nicht mehr nach Locky gucken. Jetzt bewundere doch die Tussi hier mal. Können wir ihr mal was erzählen oder können wir einfach nicht mit ihr was machen, weil sie hier voll im Dings ist? Bam, ich glaube, jetzt ist eine Seite gerissen. Komm, jetzt unterhaltet euch doch mal bitte. Und da draußen jault der Locky. Ach, endlich, sie haben es geschafft. Ich mache drei Kreuze. So, hier wertschätzen, bewundern. Dann könnt ihr noch mal Witz erzählen. Kommt ja immer gut. Wollt ihr mal was spielen zusammen? Spielt doch mal hier. Ihr seid schon ein bisschen älter. Ihr könnt mal Hände klatschen spielen. Gut. So, die sind da alle beschäftigt. Wo ist denn der Locky? Locky? Locky, bist du noch da? Nein, Locky ist nicht mehr da. Na gut, gucken wir mal hier oben. Oh, jetzt muss die Kuh nach Hause, Mädchen. Du kannst doch hier pennen. Ach, ihr seid aber auch dämlich. Ihr seid aber auch, super. Phil geht auch. Alle hauen ab. Wisst ihr was? Dann schicke ich Grandpa ins Bett, aber der geht schon selber. Wunderbar, hat's eingesehen. Alles klar. Gucken wir mal hier oben. Wo ist denn unsere kleine Giftspinne hier? Da, okay, die liegt im Bett. Ja, oh, die muss auch bald wieder aufstehen. Die hat überhaupt keinen Spaß, verstehe ich gar nicht. Wie kann man im Bett keinen Spaß haben? Machst du irgendwas falsch, Cherry? Oh, 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 oh. Paris, bei ihr ist es auch schon wieder so weit. Wie kommt das denn jetzt? Was willst du denn hier? Bronzenen Roboter, Talentorden erhalten. Was kriegt ihr hier für komische, merkwürdige Wünsche? Schmeckt's? Schiu-schiu. Oh, meine Fresse. Die macht mich gaga. Wer war denn das hier eigentlich mit Stefan anfreunden? Musst du schon wieder pennen? Ja, dann geh pennen. Geht ihr alle pennen? Hier vergammelt schön wieder das Essen. Das ist super. Lasst mal gucken. Also, Grandpa pennt. El Niki klampft da unten rum. Die hat doch schon wieder Hunger. Hat die eigentlich noch irgendwas? Nee, die hat nichts im Inventar. Denn hier mal irgendjemand anderes, was gerade, was wir aufgehoben hatten. Guck doch mal, hier ist doch ein Sandwich. Das könnten wir doch mal hier da auf dem Tisch und so. Und dann kann das Mäuschen doch mal hier, wenn ich die Tasten treffe, hier das mal aufessen. Hör auf, da unten auf dem Schlagzeug rumzutrommeln. Du gehst jetzt mal das Sandwich da essen. So, also die pennt. Es pennt auch. Er pennt auch. Und Dr. Dre starrt in die Luft. Dem geht's aber soweit ganz gut. Der hat hier aber auch nichts mehr zu essen. Das ist ja doof. Ja, Niki, guck mal. Ich hab dir da ein Sandwich hingestellt. Wo bist denn du, Madame? Wenn du eine halbe Stunde von unten nach oben brauchst. Ja, du kannst gerade noch was essen. Dann mach mal hinne. Mach mal hinne, Kind. Mein Gott, du schnarchst aber auch hier rum. Von wem träumst du denn? Von deinen Schulfreundinnen? Ach Gott. Ach Gott. Ich bin total überfordert. Wie immer eigentlich hier. Ich finde das so schön hier. Da kommt voll die Zzz aus dem Sarg. Zzz.
Ach, Kind, reicht dir denn das, was du hier zu essen hast? Wahrscheinlich nicht, ne? Hat denn eigentlich, lasst mich mal gucken, irgendeiner hier, ach, guck doch mal, das Paris hat doch hier noch Hot Dogs oder sowas, ne? Können wir den auch mal hier noch auf den Tisch? Geht das irgendwo hier vielleicht? Guck mal da. So, dann machen wir das doch mal so. Wenn dir das nämlich da nicht reicht und das wird dir nicht reichen, dann isst du den bitte auch noch. Du kannst natürlich auch einfach ein bisschen schneller essen, ne? Musst du aber nicht, Kind. Musst du nicht. Lass dir ruhig Zeit. Deine Fahrgemeinschaft kommt ja nur in, wann? Gleich. 20 Minuten. Ach so, der Erste, der wach wird. Keine Ahnung. Paris. Wird das nach dem Schlafen hier mal auffüllen, bitte? Nicht, dass der Kater dann wieder anfängt, hier das vergammelte Zeug auszulecken. Finde ich dann auch nicht so gut. Du hättest ruhig ausschlafen können, Paris. Du hättest jetzt nicht gleich losrennen müssen. Na, hier tut eh keiner, was er soll. Paris, guck mal, du hast doch auch Hunger, ne? Wie wär's denn mal? Guck mal, ich stell dir mal den leckeren Dingensbumsens hier hin, den leckeren Hotdog. Guck mal, und den kannst du dir gleich in den Kopf hauen. Was denn jetzt? Ach so, oh Gott, ich hab gedacht, sie wirkt. Und sie stinkt. Ach, halt die Fresse, Kind. Ja, du hast keinen Spaß. Hier, geh in die Badewanne duschen. Geh in die Badewanne. Wann musst du los, sag mal? Wie war das hier? Um 8 kommt dein Bus. Gut, dann gehst du duschen und dann kannst du von mir aus da noch ein bisschen Video zocken oder was auch immer du tun willst für deinen Spaß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sitze jetzt auch schon wieder hier draußen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir läuft das hier alles so ein bisschen aus dem Ruder. So, aufräumen. So, Madame. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß auf der Arbeit, Kind. So. Er schlummert, sie geht zur Arbeit, das ist super. Du räumst bitte gleich auf. Und was machst du immer noch? Duschen. Wie kann man so lange duschen? Oh Mann, jetzt guckt euch das an hier. Mir stinkt das. Ja, der Schulbus kommt gleich. Ja, die Pfütze hast du gemacht, du hohle Birne, nicht ich. Sie macht's aber auch nicht freiwillig weg, ne? Nein. Jetzt wird erstmal hier wieder Captain Ahab gespielt und die Meuterei auf der Bounty und der weiße Wal. Moby Dick, jetzt hab ich's. Moby Dick war's. Ja. Ach, Kind. Wenn wir dich nicht hätten, dann hätten wir wen anders. So sieht's aus. Luppada. Okay, ah. Sie kratzt hier mit den Fingernägeln nochmal nach. Ja, da ist noch irgendwo ein Staubkörnchen, Kind. Ja, wie wär's, wenn du das hier aufräumst, hör mal. Ja, genau du. Ich weiß, du machst das gern. Du stehst auf Aufräumen. Lalala. Na, wo schwimmst du hin? In Richtung Isla Muerta. Wie sieht's eigentlich mit deinen Pickeln? Uah, nein, das wollte ich nicht. Wie sieht's eigentlich mit deinen Pickeln aus? Sieht man so gar nicht, ne? Haben wir alle überschminkt. Ich bin gespannt, wo du noch hinruderst mit der Badewanne, ganz ehrlich. So, okay. Sie ist Putzi, sie ist Arbeit, er ist Penny. Luppada! Sag mal, müsstest du jetzt nicht so langsam? Müsste doch mal. Dein Schulbus ist da, wie wär's denn mal? Alter. Setzt du mich aber fast hier erwischt? Dann hätte ich es nicht mitgekriegt. Geh in die Schule und lern was. Er hat eine 2. Kann gar nicht sein, ne? Voll abgefallen, seit die hier wohnt. Wird Zeit, dass die Eltern nach Hause kommen. Echt. Freue mich, wie lange die da noch auf dieser dusseligen Weltreise rummachen. So, was habt ihr beide denn jetzt vor? Oh, in die Luft werfen? Mach mal. Er jaunert schon vor lauter Verzweiflung. Aber er verkraftet das immer ganz gut eigentlich. Bis jetzt musste er sich deswegen noch nicht übergeben. Ja, wollt ihr mal was zusammen spielen, gerade ihr beiden? Was haben wir denn hier alles noch so? Spielen. Ja, Finger wackeln. Das könntet ihr mal machen. Und dann könnten wir noch mal Kommando vielleicht irgendwas. Was hatten wir denn noch nicht? Wir hatten doch schon eigentlich ganz viel, ne? Ich muss mal hier gucken.
man das hier irgendwo, wo konnte man denn das sehen? Ach, hier. Männchen machen, Rollen sprechen. Totstellen? War das noch nicht? Konnte er das noch nicht? Waren wir damit noch nicht fertig? Totstellen. Okay, mach dir mal totstellen. Gleich ist der Finger wieder ab. Ich warte ja auf den Tag, dass die Hand daneben liegt. Finde das so goldig. Ja, hol dir die Pfote. Los, Dr. Dre. Fass. Ja, fass. Genau. Paris hat genug Finger. Lass dir es schmecken. Hau rein. Okay, dann macht ihr mal da Fingerwackeln. So. Oh, kaum ist der wach, hängt er schon wieder hier am Dingsbums, am Bass. Opa, mach doch mal irgendwas. Ja, mach doch mal gefüllte Waffeln. Hör doch mal da unten auf. Ich finde es ja ganz toll, dass ihr alle so musikalisch seid, aber irgendwie wird es anstrengend. Nein, da hat immer noch keiner was reingeschmissen. Ich frage mich, ob die das nochmal lernen irgendwann wahrscheinlich. Wie kann man das abstellen? Dass die einfach mal aufhören, dauernd diese blöden Gläser irgendwo hinzustellen? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte zu Paris. Erwischt. Ja, jetzt der Finger ab. Ganz genau. So, jetzt macht ihr nochmal hier totstellen. Oh, oh, guckt mal, guckt mal. Oh. Oh Gott, hat er sich jetzt noch ans Herz gefasst? Grandpa, geh mal aus der Kamera, bitte. Oh, der Kater hat heute frei, das ist super. Komm, zeig nochmal. Oh, das ging aber diesmal schneller. Eben war es aber viel theatralischer. Kannst du das nochmal machen, was du eben gemacht hast? Ah, Dr. Dre hat das Kommando totstellen gelernt. Ey, oh, da kommt die Putzhilfe. Ich mach drei Kreuze. Was waren hier jetzt eben? Irgendwas hat Grandpa gemacht, wo er sich Luft zufächeln musste. Das gibt mir doch schon wieder abzudenken. Ach ja, ach, stopp mal. Stopp mal, Fräulein, stopp mal. Hast du dir gerade an den Kopf gefasst? Bist du von Grandpa hin und her gerissen? Was können wir denn hier noch machen? Flirten? Zum Abchecken. Das haben wir doch, glaube ich, auch schon 10-mal gemacht, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Reden. Check die mal ab. Plaudern. Ach, Grandpa, ist doch mal schneller. Da geht die Schnitte einfach weiter. Was ist denn da draußen noch so los? Hier ist am Briefkasten auch schon... Da sind Rechnungen drin. Das finde ich nicht gut. So, Madame liegt im Sarg. Dann gucken wir mal hier, Grandpa. Was denn? Was ist... Hier, geh die Alte abchecken. Nein. Hier, Ariana, bleib mal hier. Ariana, bitte. Oh, Grandpa ist doch nicht so schnell. Oh mein Gott. Hinterher, Grandpa, lauf. Die verschwindet sonst. Wird Grandpa Ariana noch rechtzeitig erreichen und wird das endlich mal schaffen, sie anzuflirten? Das und noch viel mehr, ihr Lieben, seht ihr in der nächsten Folge von Die Sims 2. Und bis dahin, eure Trin.